Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Ich kann nicht mehr. Alles gut. Gegen Frankreich darf man mal verlieren. Die nächsten beiden Spiele gewinnen wir, dann ist alles wieder gut. Nee, die Hitze. Diese unglaubliche Hitze. Ja, nu. Hast du keine Probleme damit? Ja, kannst du doch nicht ändern. Aber... Was soll ich mich jetzt darüber aufregen? Da wird mir doch noch mehr warm. Ich finde das ja schön, wenn's warm ist. Ja. Habe ich nichts dagegen. Finde ich ja gut. Ja. Aber muss das so, Helga? Wie? So warm? Geht doch noch einigermaßen. Mein Außenthermometer hat eben 47 Grad angezeigt. 47 Grad, das sind fast 100 Mark. 47 Grad? Sag mal, hast du einen Hitzeschlag? Hab ich auch. Eben bin ich 20 Mal um mein Haus rumgelaufen und ich habe keine Ahnung, wieso. Morianne, 47 Grad wäre Katastrophe. Ist auch. Wo hast du dein Thermometer denn? Hast du es im Kochtopf gelassen oder was? Hängt draußen an der Wand. Jo, da bollert ja die Sonne auch drauf. Das musst du in Schatten tun. Dann haben wir eben noch locker 40. Hier in Norddeutschland haben wir Büschen über 30. Ausnahmezustand. Das nennt man Sommer, Morianne. Und die Menschen in Süddeutschland. Was? Wenn wir hier 30 haben, haben die locker 60. Morianne. Die können Spiegeleier auf der Straße braten. Die sind das doch gewöhnt. Da unten. In Westdeutschland genauso schlimm. Die Leute da unten, die haben doch eine ganz andere Haut. Wirklich? Das ist doch eine andere Klimazone. Das ist doch mediterran. Die kennen das, oder? Natürlich. Unser Eins würde unten kaputt gehen, aber die da unten fühlen sich jetzt erst so richtig wohl. Gott sei Dank. Und wenn, ist doch auch gesund. Was? Die Hitze. Wenn der Körper mal alles richtig ausschwitzt, ist das auch gesund. Aber da kriegst du doch Kreislauf. Trinken, Morianne. Trinken, trinken, trinken. Ich hab schon 3 Flaschen Wasser weg. Nee, Eierlikör. Bei der Hitze trinke ich immer mein Eierlikör. Helga, das ist doch gefährlich. Nee, das ist günstig. Bei der Hitze ballert so ein Löder gleich dreifach. Bei so einer Hitze sollst du kein Alkohol trinken. Wer sagt das? Der Wettermann. Vom ZDF. Ach, du musst das nicht immer alles glauben, was die da sagen. Ich mach mir Sorgen um dich, Helga. Guck mich doch mal an. Sehe ich so aus, als würde mir die Hitze irgendwann ausmachen? Nicht wirklich. Ich habe einen Körper wie eine 18-Jährige. Aber nachts, da ist doch wirklich schlimm. Wieso? Da kann man nicht schlafen bei der Hitze. Klar. Da schwitzt du alles voll, dann klebt das alles an dir und dann wirst du sauer, weil du nicht schlafen kannst. Morianne, hast du schon mal was vom Ventilator gehört? Helga! Es ist Privatsphäre. Nicht Vibrator. Ventilator. Kann ich nicht machen bei mir. Wieso? Mein Hund Ferkel kommt doch nicht mit klar. Was hat der denn nun schon wieder? Letzten Sommer habe ich Ventilator angemacht. Ferkel guckt da rein. Zack. Ohnmächtig. Oh Gott. Kann er nicht ab, so ein Ventilator. Eiswürfel. Hast du das mal mit Eiswürfel versucht? Ja, mag er nicht. Nee, zum Kühlen für dich. Krieg ich Ausschlag von. Hast du einen Keller? Nee. Hol dir ein Planschbecken. Alle ausverkauft. Kauf dir ein Eis. Kann ich nicht. Geh in die Nordsee. Mit den ganzen Krebsen dort drin. Morianne, ich muss. Mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Zwieback mit Milch. Kann ich nicht. Ist das wegen Zwieback der Milch hat oder gewisse Inhaltsstoffe, Zwieback, was du generell von den Inhaltsstoffen und Inhalten nicht so abkannst? Krieg ich ADHS von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Muckdad. Muckdad.